Jeder von uns wird bei der Geburt einem bestimmten Sternzeichen zugeordnet und einige sind der Meinung, dass diese Bestimmung schon einiges über unsere Lebensweise und sogar Gesundheit aussagt. Heute im Video zeigen wir euch, was die 12 Sternzeichen über euren Lebensstil und euren Genesungszustand in den verschiedenen Jahreszeiten aussagen. Alles natürlich ohne Gewähr. Los geht's! Menschen, die als Sternzeichen den Wassermann haben, sind mit sich für gewöhnlich voll und ganz zufrieden. Dafür sorgt der Jupiter. Trotzdem solltest du dir auch Zeit für dich nehmen und die Ruhe genießen, denn der Mars bremst dich bis zum 21. April aus. Danach gibt es mehr Kraft und ihr könnt den Rest des Jahres richtig genießen. Weiter geht es mit den Fischen. Wenn du zu diesem Teil gehörst, fällt es dir leicht, deine innere Balance zu finden. Dafür sorgt der Neptun. Deine Gesundheit kannst du zudem durch eine Drosselung deines Alkoholkonsums fördern. Ab dem 21. April ist es für dich wichtig, in deiner Balance zu bleiben, da der Mars dann dein Tempo erhöht. Gehörst du zum Sternzeichen Widder, dann bist du dank des Saturns ein sehr widerstandsfähiger Mensch und kleine Rückschläge bringen dich nicht aus der Fassung. Dank des Uranus bist du eine echte Sportskanone, trotzdem solltest du am Anfang des Jahres auf deine Ernährung achten, denn zu dieser Zeit nimmst du schneller zu, als es dir lieb ist. Bist du ein Stier, dann sorgt die Sonne dafür, dass du vom 21. April bis 20. Mai ein echter Freund von Energie, Wohlbefinden und guter Stimmung bist. Wenn du vom Sternzeichen her ein Zwilling bist, dann solltest du im Frühling besonders auf deine Gesundheit achten, dich oft entspannen und dir oft etwas Gutes tun. Der Jupiter verstärkt diese Wirkung. Außerdem solltest du auf Alkohol verzichten, diesen verträgst du nämlich nicht sonderlich gut. Der Mars sorgt zusätzlich dafür, dass du Lust auf sportliche Aktivitäten hast. Wenn du vom Sternzeichen her ein Krebs bist, handelst du im Alltag sehr zuversichtlich und wenig gestresst. Ab April fördert die Venus deine Schönheitspflege. Jetzt sollten alle Löwen unter euch zuhören. In den Frühlingsmonaten sorgen Jupiter und Saturn für eine gute gesundheitliche Ausgangslage. Du hast aber trotzdem den Willen, ungesunde Lebenseinstellungen zu ändern, wie beispielsweise deine Ernährung. Weiter geht es mit den Jungfrauen. Bis zum April bist du voll von Lebenslust und alles, was du dir vornimmst, schaffst du auch. Bis März sorgt der Saturn für trübe Gedanken, die durch einen aktiven Alltag aber wieder weggehen. Weiter geht es mit der Waage. Der Jupiter sorgt für eine gute Regeneration eures Körpers und euer Leben ist geprägt von Optimismus. Ab dem 21. April fördert der Mars euren Muskelaufbau, vorausgesetzt wird natürlich ein gezieltes Training. Und jetzt sollten alle Skorpione mal hellhörig werden. Hier sorgt der Neptun für gewaltige Regenerationskräfte. Dennoch solltet ihr euch den ein oder anderen erholsamen Schlaf gönnen. Du bist körperlich sehr fit und nichts kann dich so schnell aus der Fassung bringen. Weiter geht es mit den Schützen. Du neigst dazu, dir etwas zu viel vorzunehmen. Der Jupiter sorgt aber dafür, dass du deinen Körper zu Beginn des Jahres gut reinigen kannst. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Sternzeichen angekommen, die Steinböcke. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, verleiht dir der Neptun am Anfang des Jahres ein verdammt gutes Körpergefühl. Du kannst gut einschätzen, was dir gut tut und wovon du dich lieber trennen solltest. Naja, ob das so alles stimmt. Was für ein Sternzeichen seid ihr und was denkt ihr über solche Horoskope? Schreibt es uns in die Kommentare und teilt das Video wie immer mit euren Freunden. Das war's mit diesem Video. Peace out.